herzlich willkommen zum heutigen Freundschaftsspiel von Wolfuß und Frank Buschmann. Länderspiele sind für die Profis immer etwas Besonderes. Klar, in einem Testspiel geht es um nichts, aber zumindest können sich die Spieler hierfür mehr empfehlen. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Und das ist unsere Chance, kurzen Blick auf die Aufstellung zu werfen. Bei Ihnen sehen wir heute ein 4-3-3. Es wird also viel über die Flügel gehen. Toni Groß jetzt. Götze. Chiellini mit gutem Einsatz hier. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Hector. Und Uwe Özil. Schweinsteiger jetzt am Ball. Gut gearbeitet. Er hat den Ball. Antonio Candreva. Da verfehlt er das Tor aus der Distanz. Aber warum nicht mal versuchen? Er hat das drauf. Nun Mesut Özil. Hector. Groß. Boateng. Und nun Özil. Rudi. Rudi. Candreva jetzt. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Gut, dass er dazwischen geht. Das wäre gefährlich geworden. Groß. Da verlieren sie den Ball. El Shaarawy. Das könnte gefährlich werden. Bertolacci. Ganz wichtig. Er hält den Ball fest. Und Müller. Da, Özil. Das war knapp. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Und nun Bastian Schweinsteiger. Boateng. Groß. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Soriano. Und jetzt ein Schuss. Und Eckstoß. Und jetzt der Schuss. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Soriano. Immobile. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Und Müller. Chiellini jetzt. Bertolacci. Pirlo. Und den Ball hat er sich geholt. Rudi.
Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Jetzt Schweinsteiger. Keine Tore bisher, also für den normalen Fan war es. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Rudi. Schweinsteiger. Schweinsteiger. El Shaarawy. Und Pirlo. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Bertolacci! Super gemacht vom Torwart. Partie bleibt natürlich nach dieser Aktion offen und wir sehen noch einmal auch das wieder eine klasse Parade des Keepers. Boateng. Rudi. Es ist Bewegung auf der Bank. Gleich kommt. Das ist ein Foul. Freistoß. Sie bereiten einen Wechsel vor. Immobile. Pirlo am Ball. Boateng. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Und Müller. Und nun Pirlo. Immobile. Guter Zweikampf von Hummels. Boateng am Ball. Es wird gleich den Wechsel geben. Ja, bei der nächsten Unterbrechung. Jetzt Mesut Özil. Super Flanke. Özil. Er hält ihn nicht. Er kam dran, aber der Ball ist im Netz. Und hier sehen wir den Kopfball nochmal. Klasse Tor. Den macht er gut mit dem Kopf. Er springt im richtigen Moment hoch und macht den Ball rein. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ein bisschen hat es ja gedauert, aber jetzt... können wir in der zweiten Hälfte den ersten Treffer der Partie verzeichnen. Kandreva am Ball. Immobile. Kandreva! Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Der Ball wurde weggefaustet. Gut gemacht, er spielt den Ball per Kopf weiter. Jetzt Kandreva. Er steht gut und hat den Ball. Rudi. Emre Can. Boateng. Reus. Kramer. Er spielt den Pass zurück. So, gleich wird hier gewechselt. Jo, Bewegung an der Seitenlinie. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Sauberes Tackling von ihm. Parolo. Kandreva am Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Der Ball kommt gut. Schwache Flanke, kein Problem für die gegnerische Abwehr. Kramer. Und jetzt wird es Einwurf geben. Jetzt Marco Reus. Das wird nicht gefährlich. Die Flanke war einfach nicht gut genug. Marco Reus.
Und noch ein weiterer Einwurf. Candreva am Ball. Parolo. Özil. Und jetzt ein Schuss. Den hält er super. Der Ball geht ins Aus und damit die Chance auf ein weiteres Tor. Gute Parade bei diesem Eckball. Er versucht's. Und das war jetzt wirklich ärgerlich. Wenn der drin gewesen wäre, hätte es ganz gut ausgesehen. Ja, das Ding wäre wichtig gewesen. Trotzdem ein guter Versuch. Parolo. Immobile. Und Özil. Ein Tor Vorsprung hat am Ende gereicht, um dieses Testspiel zu gewinnen. Und